Das Ahrtal in Rheinland-Pfalz. Ja, so sah das hier früher einmal aus. Da unten am Fuße der Weinberge seht ihr den kleinen Ort Dernau, hinten am Horizont das Dorf Rech. Und heute? Ja, heute sind beide Orte schwer gezeichnet von der Flut. An allen Ecken und Enden wird gebaut oder gleich abgerissen und eine Rückkehr zur Normalität ist hier immer noch in weiter Ferne. Die große Flutkatastrophe hier im Ahrtal ist inzwischen ein halbes Jahr her. Ganze Landstriche, ganze Ortschaften, ganze Infrastrukturen sind damals hier zerstört worden. 134 Menschen starben. Heute wird es Zeit, mal zurückzukehren an diesen Ort und zu gucken, wie läuft eigentlich der Wiederaufbau hier im Ahrtal? Ein halbes Jahr nach der Flut und noch viel wichtiger, was genau wird hier eigentlich gerade getan, damit sich so eine Katastrophe wie damals nicht noch einmal ereignet? Das klären wir jetzt. Bei RND erklärt werfen wir regelmäßig einen Blick auf die manchmal ganz schön komplizierte Nachrichtenlage. Und wir erklären die Hintergründe verständlich und einfach. Wenn ihr auch etwas lernen wollt, dann abonniert gerne unseren Kanal und drückt die Glocke, um kein weiteres Video zu verpassen. Der Wiederaufbau hier im Ahrtal läuft, um es mal mit einem Wort zu beschreiben, schleppend. Denn wenn man hier zum Beispiel mal durch die Straßen von Maischoss läuft, dann hat man so ein bisschen das Gefühl, als herrsche hier Stillstand. Da hinten ist eine Gaststätte, da liegt teilweise noch der Unrat auf den Dächern, den die Ahr hier vor einem halben Jahr hingespült hat. Daneben ein Backshop, auch völlig zerstört. Und hier auf der anderen Seite der Straße eine völlig zerstörte Bankfiliale. Und so richtig viel saniert wurde da bislang noch nicht. Eigentlich wurde noch gar nichts saniert. Und das hat mehrere Gründe. Zum einen wäre da der Handwerkermangel in der Region. Anwohner haben mir erzählt, dass man teilweise lange auf die Sanierung des eigenen Hauses warten muss. Glück hat, wer zum Beispiel Fachleute persönlich kennt oder es gleich selbst machen kann. Dann müssen viele Häuser noch immer trocknen. Auch ein halbes Jahr nach der Flut stehen in den Wohnhäusern Bautrockner, die warme Luft in die Innenräume blasen. Und bei manchen wird das wahrscheinlich auch noch bis zum Frühling dauern. Vorher kann mit der Sanierung gar nicht begonnen werden. Und dann ist da immer noch der Ärger mit den Versicherungen. Denn bei vielen Betroffenen ist die finanzielle Unterstützung noch gar nicht angekommen. Zum Beispiel auch bei dieser Gaststätte hier im Ort Rech. Auch hier herrscht momentan eher Stillstand. Robert Euler hilft hier aus. Er ist Handwerker im Ruhestand und arbeitet ehrenamtlich im Ahrtal. Die Löcher sind von Bäumen, die hier eingeschlagen sind. Und die sind dann da hinten quasi wieder durchgeschossen? Ja, und hinten durchgeschossen. Und durch drüben Fenster ist auch noch was durchgeschossen. Da ist also Container sind durchgeschossen, Tanks. Ist unvorstellbar, kann man sich gar nicht vorstellen. Ab hier, das komplette Gebäude bis hinten, wo der Balkon ist, muss abgerissen werden. Weil das war 3 Meter tief unterspült, kann man auch an der Bodenplatte noch sehen, die ist unten abgekippt. Die Feuerwehr hat noch versucht, das Wasser zu retten und haben 45 Kubikmeter Beton unten eingefüllt. War aber leider nichts mehr zu retten. Und das darf stehen? Das darf stehen bleiben, ja. Und was machen Sie da jetzt so dran? Weiß ich nicht. Das hängt alles ein bisschen davon ab, von der Versicherung, sage ich mal ganz einfach. Also ist bislang auch noch gar nicht viel gemacht worden, außer getrocknet? Nee, wird im Moment nur getrocknet, genau. Ja. Okay, die Lage ist also offenbar nach wie vor kompliziert. Aber auch wenn der Wiederaufbau hier vielerorts immer noch auf Pause steht, so wird trotzdem schon über die Zukunft dieser Region hier nachgedacht. Denn eine Frage ist ja ganz essentiell. Was wird hier jetzt eigentlich gerade getan, damit die Bewohnerinnen und Bewohner des Ahrtals nicht in ein paar Jahren wieder vor den Trümmern ihrer Existenz stehen? Also, welche Hochwasserschutzmaßnahmen werden hier umgesetzt, damit sich so eine Tragödie nicht noch einmal ereignet? Genau das habe ich die SGD Nord gefragt. Das ist die Behörde, die für genau solche Fragen hier in der Region zuständig ist, die Kreise und Kommunen berät und auch Genehmigungen ausstellt. Deren Abteilungsleiter für Wasserwirtschaft, Joachim Gerke, sagt, es gibt ganz unterschiedliche Dinge, die hier vor Ort in Sachen Hochwasserschutz denkbar sind. Fangen wir erstmal mit den einfachen Lösungen an, dem sogenannten lokalen Hochwasserschutz. Also Dinge, die man hier direkt am Ufer der Ahr und an den Häusern selbst umsetzen könnte. Man könnte zum Beispiel die Häuser flutsicherer machen, indem man zum Beispiel wasserdichte Fenster einbaut. Das Problem, die sind ziemlich teuer. Man könnte auch diese Häuser hier etwas höher bauen, damit das Wasser da gar nicht rankommt. Oder aber, und das ist wahrscheinlich die schmerzhaftere Lösung, man beschließt einfach Gebiete, in denen künftig gar nicht mehr gebaut werden darf, weil es einfach viel zu gefährlich ist. Und das ist unter anderem auch hier im Örtchen Rech passiert. Der Ort Rech war im Juli ganz besonders von den Fluten betroffen. Hier am Ufer der Ahr wurde ein komplettes Wohnhaus samt seiner Bewohnerin vom Wasser mitgerissen. Heute sind sich die Behörden einig, hier soll künftig niemand mehr wohnen. Hier verläuft nun eine verbotene Zone, wie manche Bewohner es nennen, bedeutet absolutes Bauverbot. Ähnliche Zonen gibt es auch an vielen anderen Stellen entlang der Ahr, zum Beispiel auch im Ort Altenahr.
Und dann gibt es noch viele kleine weitere Maßnahmen, die man hier direkt am Flussufer der Ahr umsetzen könnte. Dazu gehört beispielsweise auch die Umgestaltung der Brücken. Wir sehen hier hinter mir beispielsweise die völlig zerstörte Brücke hier im Ort Rech. Ein großes Problem bei der Flut war nämlich auch, dass sich vor diesen Brücken ganz viel Material angesammelt hat, mitunter ganze Wohnwagen, und dadurch das Wasser noch weiter angestaut wurde. Das würde verhindert werden, wenn man diese Brücken einfach umgestalten würde, beispielsweise auch mit umklappbaren Brückengeländern. Dann könnte das Wasser deutlich besser abfließen. Okay, das sind jetzt also die kleinen Dinge, die hier vor Ort umgesetzt werden können und zum Teil auch schon umgesetzt werden. Es gibt aber auch noch deutlich größere Maßnahmen, deutlich aufwendigere Maßnahmen, die künftige Fluten verhindern sollen. Laut der SGD Nord ist beispielsweise ein sogenanntes Gewässerentwicklungskonzept in Planung. In diesem sollen Flächen ausgewiesen werden, wo die Ahr künftig deutlich mehr Platz haben wird als vorher, was dann wiederum derartig heftige Hochwasser in den Orten verhindern soll. Und an einigen Stellen wird genau das tatsächlich gerade auch schon umgesetzt. Hier in der Nähe des Örtchens Liers werden beispielsweise solche Stellen schon angelegt, wo sich die Ahr künftig deutlich weiter ausbreiten soll. Auch in der Nähe von Insul sind solche Flächen geplant. Man sieht das auch ganz deutlich, wenn man hier die Ahr entlang fährt. Hier wird an allen Ecken und Enden gebaggert und das Flussbett erweitert. Ein weiterer großer Plan gegen die Fluten sind sogenannte Rückhaltebecken. Die sollen laut der SGD Nord an verschiedenen Stellen entlang der Ahr gebaut werden und Wasser sammeln. Wo genau diese Becken allerdings gebaut werden, ist bislang noch unklar, denn dafür braucht es eine ganz genaue Planung. Die Becken müssen haargenau aufeinander abgestimmt sein, damit sie im Falle eines Hochwassers die Lage auch wirklich verbessern und nicht noch verschlimmern. Gut, das klingt ja nun alles irgendwie ziemlich vielversprechend, oder? Also es gibt viele Ideen, wie man das Ahrtal künftig flutsicher machen kann, und wenn man das alles so umsetzt, dann wird man ja hier wahrscheinlich in Zukunft auch wieder sicher leben können. Oder nicht? Nun, einige Expertinnen und Experten haben daran durchaus ihre Zweifel. Der Biologe Wolfgang Büchs lehrt in Hildesheim, aber kennt das Ahrtal hier in Rheinland-Pfalz bereits seit 4 Jahrzehnten. Unter anderem hat Büchs ein Buch über die Region geschrieben, und er glaubt, dass es eigentlich in deutlich mehr Gegenden verboten werden müsste, wieder Häuser an den Fluss zu bauen. Also ich nenne da mal zum Beispiel Altena-Altenburg. Das ist eine Siedlung, die liegt in einer ehemaligen Flussschleife. Diese Flussschleife hatte sowieso schon immer einen relativ feuchten Untergrund. Und diese Flussschleife ist beginnend mit den 60er Jahren bis heute immer weiter zugebaut worden. Und hier hat nach den Hochwasserrisikokarten hätte das Wasser sogar bei dem 200-jährigen Hochwasser höchstens mal stellenweise 1 Meter hoch gestanden. Bei der jetzigen Flut allerdings stand es 6 Meter hoch etwa, bis sozusagen zu den Dachluken der Häuser. Und das ist natürlich eine absolute Katastrophe, dass ein solches Gebiet wieder besiedelt wird. Das ist aber nicht alles, was Wolfgang Büchs kritisiert. Dem Biologen zufolge müsste deutlich mehr passieren, um das Ahrtal künftig vor derartigen Hochwasserereignissen zu schützen. Und diese Maßnahmen, die müssten nicht nur hier im Ahrtal umgesetzt werden, sondern auch schon deutlich weiter weg, und zwar entlang der Zuflüsse der Ahr. Also im Prinzip ist auch das hinterste Dorf zum Teil 20 Kilometer weit weg von der Ahr aufgerufen, hochwasserschutzrelevant sich zu verhalten. Das fängt dann an bei der Landwirtschaft. Also wir haben in verschiedenen Gegenden sehr viel Maisanbau, der natürlich erosionsanfällig ist und Regenwasser so fast unmittelbar ableitet. Wir haben Grünland, was da natürlich schon wesentlich besser ist, allerdings im Ahrbereich sehr in vielen Fällen relativ stark verdichtet durch Gülleaufbringung. Ein großes Problem sind laut Wolfgang Büchs auch die Fichtenwälder entlang der Ahr und entlang ihrer Zuflüsse, denn die sterben hier in der Region wie in vielen anderen Regionen seit dem Jahrhundertsommer 2018 und massivem Borkenkäferbefall ab. Zurück bleiben schlimmstenfalls Kahlflächen, und die leiten das Wasser noch viel besser ab als ohnehin schon. Wolfgang Büchs plädiert daher für ausgewogene Mischwälder entlang der Ahr und entlang der Zuflüsse. Und dann wäre da auch noch der Weinanbau. Im Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen, um auf Hauptstraße zu bleiben. Denn auch hier kann man einige Hochwasserschutzmaßnahmen ergreifen. Wenn wir uns zum Beispiel mal diesen Weinberg hier angucken, auf dem ich gerade stehe, man kann von hier quasi durch die Weinreben nach unten ins Tal gucken. Dort hinten kann man sogar durch die Weinreben auf das Dorf Dernau schauen. Und geht es nach Wolfgang Büchs, dann werden diese Weinterrassen hier künftig quer angelegt, sodass auch das Wasser nicht einfach so von oben nach unten schießen kann, sondern viel besser aufgefangen wird. Auch hier
hier gibt es ja schon über Projekte in der Bundesrepublik, zum Beispiel in Franken, Konzepte des Wassermanagements in Weinbergen. Also dass man Wasser dort aufhängt und speichert und dann per Tröpfchen in Bewässerung den Weinbergen wieder zuführt. Also hier muss nachgedacht werden, wie können wir damit umgehen, wie können wir die Situation verbessern. Joachim Gerke von der SGD Nord hält diese Vorschläge von Naturschützern und Biologen übrigens grundsätzlich für richtig, aber bei so einem Jahrhunderthochwasser wie 2021 nicht zwangsläufig für entscheidend. Abgesehen davon, sagt Gerke, bräuchte es dafür auch eine große Akzeptanz in der Bevölkerung. Ganze Weinberge umzubauen, ist mit sehr viel Aufwand und hohen Kosten verbunden. Und auch den Maisanbau einzustellen, dürfte den Landwirten hier vor Ort wahrscheinlich nicht schmecken. Es gibt hier am Ende des Tages also durchaus unterschiedliche Auffassungen zwischen offizieller Seite und den privaten Naturschützern vor Ort. Und das gilt übrigens nicht nur für die noch geplanten Maßnahmen. Wolfgang Büß beispielsweise kritisiert, dass hier im Ahrtal schon jetzt massiv gebaggert und gebaut wird, ohne dass diese Hochwasserschutzkonzepte überhaupt beschlossen sind. Und bei diesen Baumaßnahmen, so sagt Büß, werden manche Dinge eher schlimmer gemacht als besser. A auf, A ab findet man Baggerorgien, die also in keinster Weise mehr mit irgendwelchen Aufräumarbeiten oder Müllbeseitigung erklärt werden können. Außerhalb der Ortschaften wird also überall Erde aufgeschüttet und der A sozusagen wieder Land abgerungen. Und zwar in einer Weise, dass man doch sozusagen den Eindruck haben kann, es wird mehr Land gewonnen als verloren wurde. Das sind alles Dinge, die natürlich dem Hochwasserschutz entgegenstehen. Die SGD Nord gesteht die Vorwürfe der Naturschützer auf Anfrage übrigens ein. Also man habe hier durchaus einige Fehler gemacht und man wolle auch dafür sorgen, diese Fehler, wo es denn geht, auch wieder rückgängig zu machen. Tja, was lernen wir daraus? Es ist ganz schön kompliziert, so eine Region wie das Ahrtal wieder aufzubauen und gleichzeitig fit für die Zukunft zu machen. Was ich aber durchaus gemerkt habe bei meinem Besuch hier, die Leute, die noch hier sind, die wollen auch hier bleiben und die tun alles dafür, um ihre Region wieder aufzubauen, wenn denn erstmal die Häuser getrocknet und die Kostenfragen geklärt sind. Und dann sieht das Ahrtal vielleicht wirklich irgendwann nicht mehr so aus, sondern wieder so.